Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Gäste auch nach meinem Willen streben. Nicht gut. War ein Versuch wert. Dann kommen wir einfach zur Review, würde ich sagen, oder? Meine Einstiegsideen waren auch immer schlechter. Hey, seid ihr Patrizia Rabiu? Ja, der Kamen Rider Wizard Driver, seht ihr hier, sehr, sehr schönes Gerät, hat eine übelst geile Technik, zeige ich euch jetzt auch noch. Was bekommt ihr zuallererst dazu? Ihr bekommt den Driver an sich, den seht ihr hier. Dazu noch den Gürtel zeige ich euch dann nachher. Dann bekommt ihr noch drei Wizard-Ringe damit dazu. Das ist zu einem mal Flame, Water und Kickstrike. So. Bei den Ringen muss man dazu sagen, dass sie für Kinderhände gedacht sind. Das Ganze sind 15 mm. Das reicht bei mir gerade mal, um das Ganze an meinem kleinen Finger zu befestigen. Allerdings gibt es von Bandai eine Extension, die könnt ihr hier einfach abknippen. Ich zeig's euch mal. Dann die Extensions dran machen und dann passt sie auch an erwachsene Hände. Aber ich werde auch schon sehen, dass die Extensions in 1-2 Jahren bestimmt wieder total schwer zu kriegen sind. Aber okay, kommen wir zum Wizard Driver an sich und dann zeige ich euch mal, wie es weitergeht. Bei den Ringen übrigens könnt ihr das Ganze hochklappen, damit ihr wie in der Serie, den hier machen könnt. So, kommen wir zum Wizard Driver. Ich mag das Handdesign sehr. Was ich allerdings hier schon als negativ feststellen musste, ist, das ist eine sehr, sehr glatte Oberfläche hier. Bei der Verpackung ist auch ein Schutzfolie mit drauf, damit es während des Transports auch nicht angekratzt wird. Das bedeutet, passt auf, ihr habt da sehr, sehr leicht Kratzer, Schlieren oder ähnliches drin. Ansonsten habt ihr hier wundervoll Chrom verarbeitet. Seht ihr hier, das ist so klasse gemacht. Nicht nur das silberne Chrom, sondern auch das goldene hier am Rand. Und im Gegensatz zum Ryuki Belt habt ihr hier tatsächlich nicht so viel Chrom verarbeitet. Das bedeutet, ihr habt zwar ordentlich Chrom, für die Chrom-Fans allerdings nicht so, dass es wirklich schon so übelst permanent wirkt. Ja, ansonsten habt ihr hier oben den Lautsprecher in Form eines Ringes. Hinten drauf, das Ganze arbeitet mit 3-3-A-Batterien. Hier hinten kommen die Gürtelschnallen dran. Der Gürtel ist natürlich auch für kleine Kinder ausgelegt. Dann müsst ihr mal schauen, ob ihr an die Kamen Rider Belt Extensions rankommt, die Bandai zu den K-Zeiten rausgebracht hat. Ist nicht so einfach, aber ansonsten kann man natürlich auch das Ganze selber erweitern. Was könnt ihr jetzt damit machen? Ihr habt hier oben, oder hier unten besser gesagt, einen An- und Ausknopf. Den betätigt ihr einfach. Und dann hört auch schon den Drachen als Bestätigungssound aufheulen. Und fürs Display ganz, ganz schwer, der Gürtel stellt sich nicht von alleine so hin, weil er rund ist, aber na gut, okay. Ihr habt zwei Modi bei dem kompletten Gürtel. Einmal die linke Hand, die ihr hier auch schon seht, der ist für den Henshin-Modus. Und dann habt ihr die rechte Hand für sämtliche Attacken, sprich Kickstrike wird hier relevant sein in der Review. Das Ganze könnt ihr einfach bewegen, indem ihr das hier macht. Genau. Auf der anderen Seite. Ich finde das Lichteffekt wirklich richtig genial. So, ja. Ich würde sagen, beginnen wir bei den Soundeffekten. Und bei den Lichteffekten fangen wir mit Flame an.
Ich weiß nicht, ob man das bei den Lichtverhältnissen jetzt so gut sehen konnte. Flame, die Ringe leuchten auf. Das Ganze läuft höchstwahrscheinlich mit dem Induktionsverfahren. Wenn ihr wirklich davor haltet, fangen sie an zu leuchten. Das ist komplett ohne Batterien. Deswegen frisst das Ding wahrscheinlich auch so übelst viel Strom. Finde ich echt super mega awesome. Weil es ist einfach eine übelst geile Technik. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die Soundeffekte sind ganz cool. Hihihi ist vielleicht für den Europäer oder auch für den deutschsprachigen Menschen ein bisschen blöd, weil hihihi kann man denken, ja, lacht aus, hier ist das japanische Wort für Flamme. Ansonsten richtig cool, den habt ihr auch noch in Verbindung mit Kickstrike, zeige ich euch dann nachher. Als nächstes würde ich euch gerne Water zeigen. Ja, Water sagt Sui, das ist halt Wasser, nicht wie Misu, das ist eine andere Schreibweise. Was ich ja schön finde, dass man Sui mit diesem Wellengeräusch ein bisschen verbunden hat und mit den Sonnenstrahlen und man macht es an und dann hört man Sonnen und Strand und so, das ist richtig cool gemacht. Das Ganze leuchtet blau. Wenn ihr die Henshin-Bringer auf der falschen Seite bringt, dann kommt eine Fehlermeldung. Ich zeig's euch mal. Also, falsche Seite. Das Ganze macht übelst viel Laune, vor allen Dingen, da es noch zigtausend Ringe gibt, die ihr ausprobieren könnt. Das Ganze hat allerdings ein bis zu einem gewissen Grad ein Kombinationsverfahren an. Und zwar reagiert zum Beispiel Kickstrike, den ich jetzt euch noch zeigen werde, auf die jeweiligen Henshin-Ringe und auf die jeweiligen Ringe, also auf die Form, die ihr jeweils habt. Also, fangen wir einfach mal an bei Flame. Ja, da habt ihr diese Flammen gehört. Wenn ihr jetzt Water benutzt, da hört er das Ganze in Kopplung mit Wasser und Co. Ist ein richtig geiler Effekt. Und das bedeutet also, dass man hier auch so ein bisschen die Kombinationssachen aus Double, O's oder Force übernommen hatte. Also das finde ich schon mal nicht schlecht. Und das Ganze auf eine sehr kreative Art und Weise. Im Prinzip wären wir auch schon fast mit dem Ganzen fertig. Was ich euch mal gerne zeigen möchte, ist, was die drei Ringe bei der Sword Gun machen. Die Sword Gun ist die Waffe zu Kamen Rider Wizard. Dazu wird es auch eine separate Review geben. Allerdings, bevor ich bei der Gun dann 15 Minuten da hocke und jeden Ring einzeln mache, was für euch auch hornisch langweilig sein muss, dann zeige ich euch jetzt gleich und immer zu einem passenden Set dazu. So, schnappen wir uns die Sword Gun, öffnen das Ganze. Right.
Zum Mosadriver bekommt ihr natürlich noch diese zwei wundervollen Gürtelteile dazu. Die ganzen könnt ihr dann wie folgt am Riderbelt anbringen. Und zwar hat man da dazu gelernt, ich habe euch ja mal den Excel-Driver gezeigt, das Ganze funktioniert aus demselben Prinzip. Das heißt, hier steht auch rechts und links, könnt ihr also nicht verwechseln. Da. Und dann klickt das einfach rein. Das Ganze macht ihr natürlich mit beiden Seiten. Dann habt ihr das Ding eigentlich schon fast fertig. Ihr müsst jetzt nur noch diese kleine Halfterung hier reinschieben. Ihr seht sie hier. Die schiebt ihr hier drauf. Macht den Gürtel zu. Und schiebt das hier mit drauf. Und dann habt ihr das Ganze. Auf jeden Fall hat der Riderbelt hier selber ein Problem, was auch die anderen Riderbelts haben. Und zwar, dass es in erster Linie für Kinder konzipiert ist. Das bedeutet, wenn ihr vielleicht eure Kinder das Ganze schenken wollt, müsst ihr nichts weiter machen. Eure Kinder werden sich freuen. Wenn ihr allerdings schon ein paar Erwachsene-Fans seid und das Ganze eher zum Cosplay beispielsweise verwenden wollt, dann würde ich euch eine Bandai-Extension empfehlen. Die gab es zu Decade-Zeiten. Findet ihr ab und zu auch, weil das Ding kann man auch ohne Probleme selber modden. Also, fassen wir zusammen, was ihr in diesem schönen Set alles bekommt. Ihr bekommt den Riderbelt, ihr bekommt drei Ringe, was eigentlich schon ein ganz gutes Startkapital ist für eure Kamen Rider Wizard-Sammlung, wenn ihr sie damit aufbauen wollt. Ansonsten hat das Ding übelst geile Technik drin, muss man wirklich mal so sagen. Natürlich hat hier Bandai wieder seinen Sammelwahn mit untergebracht, das heißt, ihr müsst um alle Sounds zu aktivieren, zigtausend Ringe kaufen. Bei den Ringen habt ihr ganz verschiedene Auswahlmöglichkeiten, entweder ihr holt euch die Deluxe-Sets, die kosten im regulären japanischen Laden um die 10 Euro, da habt ihr zwei Ringe dabei und eine Gunride-Karte. Werdet ihr dann auch in der nächsten Zeit mal sehen, wenn ich voll cool und so den Rest noch reviewen werde, den ich hier noch irgendwo versteckt habe, sucht ihn. Oder ihr macht das Ganze einfach mit Gashapon-Automaten. Da gibt es auch einige Sachen. Die Gashapon-Ringe unterscheiden sich lediglich nur darin, dass der untere Part hier nicht bemalt ist. Der Rest ist so gesehen eigentlich ganz cool. Nachteil des Ganzen ist natürlich auch noch, dass neben dem Gürtel die Ringe auch auf Kinderhände ausgelegt sind. Sprich, für die Ringe braucht ihr auch nochmal eine extra Extension. Das sind alles so ein paar Mehrkosten, die ihr mit einkalkulieren müsst, wenn ihr euch das Ding hier holen wollt und auch wirklich hundertprozentig den Serienspaß haben wollt. Kommen wir zur Preislage des ganzen Geräts. Im regulären Laden findet ihr das ungefähr bei 60 Euro. 6000 Yen könnt ihr ungefähr rechnen. Ist ein bisschen viel, da wir das Porto noch mit draufrechnen müssen, aber das ist zu dem Ganzen kein Abbruch, denn die Investition, zumindest für Sammler, lohnt sich ja definitiv. Hier wurde sehr viel mit Chrom gearbeitet. Lohnt sich meines Erachtens, wenn man Kamen Rider Fan ist und es auch gerne die Sammlung ausweiten möchte, müsst ihr damit wirklich mit Zeugenbündeln und drum und dran um die 100 Euro rechnen. Ist hart, ist aber bei den Deluxe Rider Belts wirklich keine Besonderheit mehr. Außerdem habt ihr dann noch lange nicht alle Sounds aktiviert. Das bedeutet, ihr müsst noch ganz, ganz viele Ringe kaufen. Aber ich denke mal, das Prinzip so seid ihr von Bandai bestimmt schon gewohnt. Auch die Technik, dass ihr für die Ringe jetzt nichts Separates, irgendwie an Batterien braucht, ist eine coole Idee. Spiegelt sich mit dem entsprechenden Batterieverbrauch hier wieder. In der Gesamtfassung hat mich dieser Riderbelt von vorne bis hinten nicht ein einziges Mal irgendwie enttäuscht. Der einzige Nachteil ist halt wirklich, dass ihr das Ganze extrem viel modden müsst, im Gegensatz zu anderen Riderbelts. Aber ich sehe das Ganze nicht so kritisch. Wer das Geld hat und es gerne für den Riderbelt ausgibt, soll das gerne tun. Ihr habt euch jetzt hoffentlich ein kleines Urteil bilden können. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein, wie ihr die neue Technik von Bandai findet. Findet ihr das mit den Ringen? Das ist eine gute Idee, obwohl man ein bisschen mehr customizen muss, aber hey, dafür hat uns Bandai auch die Extensions gegeben. Insgesamt bin ich begeistert. Mich würde es interessieren, ob ihr auch begeistert seid. Schreibt sie mir unten hin. Ihr seht, ich habe ein total neues Design. Das ist total tricky und total nicht durchschaubar. Sprich, ihr seht das jetzt auf dieser Seite. Denkt mal, wir sehen uns dann zum nächsten Vlog. Da wird es vielleicht mal wieder ein bisschen um Themen gehen, was weniger was mit Sprache und all dem zu tun hat, mit dem sich sowieso kein Mensch beschäftigt, sondern mit dem Thema, mit dem wirklich wir alle ein bisschen was zu tun haben und wo man vielleicht auch ein bisschen Diskussionspotenzial finden kann. Ich freue mich drauf und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Tada.